So, hallo Michi, ich dachte, ich nutze die Gelegenheit gleich mal, um dir diese Funktionalität näher zu bringen, von der ich vorhin sprach, mit diesem Remove Silence. Das ist natürlich jetzt nur konzeptionell, weil ich jetzt hier nur einen Track vor mir habe. Aber das ist im Prinzip übertragbar. Das ist jetzt meine Aufnahme und da sieht man auch schon, es gibt hier so Stellen, wo irgendwelche Hintergrundgeräusche von mir drauf sind so und die will man halt eigentlich loswerden. Das heißt, ich würde es einfach gerne reduzieren auf ja, das Wesentliche. Jetzt drücke ich hier Shift-D. Jetzt läuft er einmal hier durch, macht diese Normalisierung, das heißt eine Normalisierung auf die Lautness, das heißt, er analysiert das Audio und bringt es auf eine einheitliche Lautheit, nicht Lautstärke, Lautheit. Wenn er dann durch ist, sieht man hier so diese Markierung. Wenn ich da ein bisschen reinzoome, sieht man auch in etwa, dass er hier quasi wichtige Punkte schon mal so vorab visualisiert. Und jetzt kann ich hier sagen Split. Dieses Dynamic Split hat eine ganze Menge Parameter. Womit man vielleicht am Ende ein bisschen rumspielen will, ist hier dieses Gate Threshold. Der steht jetzt hier so ein bisschen auf dem Default und dieser Hysteresis-Wert. Damit kann man quasi einstellen, wo genau irgendwas abgeschnitten wird. Also ab welcher Lautstärke wird etwas als Silence angenommen. Wie gesagt, diese voreingestellten Werte funktionieren in der Regel schon mal ganz gut, aber muss man halt ausprobieren. Interessant ist jetzt hier, Remove Silent Areas ist hier angewählt. Das heißt, er soll mir die nicht nur markieren, sondern soll sie halt rausnehmen. Und Leading Pad ist hier mit 750 Millisekunden eingestellt. Das heißt, an der Stelle, wo er was schneidet, macht er vorne und hinten nochmal so eine Dreiviertelsekunde reinfaden und rausfaden. Ja, jetzt klicke ich einfach auf Split und jetzt sehen wir, dass aus dem durchgehenden Band hier quasi so ein ja, in einzelne Teile aufgeteilter Bereich ist. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, das ist jetzt hier gar nicht so praktisch in diesem View. So. Jetzt kann man das hier ganz gut sehen. Das sind quasi meine Redebeiträge. Wenn das jetzt Multitrack wäre und man will halt irgendwas verschieben, kann man das hier anklicken. Jetzt drücke ich Command gedrückt und wenn ich das jetzt hier ziehe, dann siehst du, nimmt er diesen ganzen Bereich und damit kann ich irgendwas zusammenschieben, weiter rausnehmen und so weiter. Ich will natürlich jetzt hier die Pausen nicht ändern, deswegen nehme ich das jetzt wieder zurück. Schauen wir uns das mal von vorne an. Jetzt suche ich erstmal die Stelle, wo es überhaupt losgeht und spiele das hier ab. Hier ist leise. Doch mal drauf. So, sieht man schon. Ach ja. Der Unterschied zwischen relevantem Sprachmaterial und was halt komplett ausgeblendet ist, was noch Mir übrig wäre ja bleibt. so viel eingefallen zu euren letzten Sendungen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, nee, also so präsent habe ich das jetzt dann im Detail auch nicht mehr so richtig, aber es war schon alles sehr schön. So, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wo die Sendung anfing und aufhörte. Deswegen werde ich das jetzt hier mal vorne nicht wegnehmen. Aber man könnte im Prinzip jetzt, wenn das normale Sendung wäre, könnte man halt sehen, okay, hier sowas hat keinen Wert, nehme ich einfach raus. Ne? Das kann man ja eigentlich schon relativ schnell sehen. So, okay, jetzt habe ich hier so eine kleine Schmatzspitze. Sowas nehme ich zum Beispiel dann immer gerne raus. Das hat man meistens am Anfang. Das ist immer so ein bisschen lästig für die Hörer. Ne, ich höre das auch. Und ja, jetzt kann man ja so ein bisschen rauszoomen und dann kann man eigentlich schon ganz gut sehen, wo sind hier so überflüssige Sachen. Das lasse ich drin. Hier sind die Pausen sozusagen. Der Threshold für Pausen nicht ganz erreicht, deswegen bleibt das hier im Block zusammen. Das kann man natürlich rausnehmen, das kann man Ich habe sogar ein rausnehmen. Ticket. Was ist das? Genau, mal.
Genau, mal. Das ist so ein typischer, ich fange an zu reden und jemand anders spricht und ich breche mich dann gleich wieder ab. So, das kann man wahrscheinlich auch rausnehmen. Dann stört es halt auch nicht. Naja, und so weiter. Ne? Also das ist eine ganz schicke Sache. Sowas bleibt drin. Also irgendwann kann man dann irgendwie sehen, was eigentlich was ist. Das heißt, ich kann jetzt hier mal schnell rüber steppen und suche so die Stellen, die so ein bisschen überflüssig zu sein scheinen. Ja. Das kann man auch drin lassen. Das sieht kreativer Beitrag. Ich habe jetzt auch hier öfter Mute benutzt und versucht nicht so viel reinzuatmen. Das gewöhnt man sich irgendwie so ein bisschen an. Von daher ist jetzt hier auch nicht so viel zu holen, but you get the idea. Ne? Also man kann halt hier sehr schön Dinge finden. Das sieht überflüssig aus. Mal gucken. Ja, das ist so ein typischer Störsound, die natürlich einzeln jetzt meistens nicht so sehr stören, aber dann halt in der Summe, vor allem wenn es mehrere gleichzeitig machen, lästig sind. Schmatzer. Manchmal entdecke ich halt auch Schmatzer so mittendrin in so einem Textblock. Die kann man dann auch ganz gut sehen. Hier ist wieder so ein Mikrofon-Rumpler. So, wie weit sind wir jetzt hier? Bei der ersten Stunde. Das sieht auch überflüssig aus. Ja. Diese typischen Schnalzstarter. Mikrofonrumpler. Ja. Wenn man das ganze Multitrack so vor sich hat, dann sieht man irgendwie auch sofort, was irgendwie nicht dazugehört, weil die anderen halt sprechen und dann fällt das mehr auf. Also ja, hier kann ich halt dieses Anatmen rausnehmen zum Beispiel. Und dadurch, dass es alles schon vorher angeschnitten ist, ja, ist es meistens wirklich nur noch so eine Nachbearbeitung, vorne, hinten ein bisschen gucken. So, mal hier. Ja, kann man drin lassen. Emotionale Äußerung. Hier wahrscheinlich auch. Was? Ah, das war bestimmt ein Witz. Schnalzer kommt weg. Ich denke. Mhm. So, wo sind wir? Stunde 25, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Das hier. Da habe ich irgendwas getan, was sicherlich nicht wichtig ist. Das nehme ich halt hinten raus. Und dadurch, dass schon alles gefadet ist, kann man halt auch manchmal so etwas laute Ansätze ganz gut einfach durch Schieben wegnehmen. Hier wieder so ein Mikrofon-Gerumpel. Das muss alles weg. Ja. Hier ist eine typische Stelle, wo das mit diesen Thresholds ein bisschen schwierig wird. Also wenn so ein Ding hier so in diesen Fade rausfiltert, dann kann das manchmal sein, dass dann zu früh abgeschnitten wird. Mal reinhören. Ja, an der Stelle war es nur so ein Ausatmer, den kann man dann auch rausfaden. Das hier ist bestimmt wieder ein Schnalzer. Ja, genau. Kill it. Auch der kann weg. Ja. Lächelt mich hier noch irgendwas an. Geht so. Auch was hier so hoch ist, muss nicht unbedingt ein Schnalzer sein. Wenn man reinzoomt, sieht man, dass das eigentlich nur laut ist. Was fehlt? Ja, genau. So, längerer Beitrag. Tim labert sich einen zurecht und findet keinen Punkt, kein Komma. Nochmal. Aha. Oh. Okay. Da mache ich einfach hier einen Cut und schneide das einfach komplett ab. Und hier. Ja. Ja, genau. Das ist so dieser typische Reihenschneider. Den kann ich einfach hier so hinziehen.
Macht nichts, wenn dieser Ansatz ein bisschen runtergefadet wird. Ja, aber ohne. Ist immer noch okay. Wenn es dann zu leise wird, kann man auch den Fade halt hier noch ein bisschen anpassen. Dann ist das irgendwie auch okay. Das Ende. Ausblick. Gehört noch dazu. So, sind wir jetzt hier schon durch? Ja. Noch nicht. Oh Gott, da war noch einiges. Ja, den nehmen wir noch mit. Klassischer Mikrofonrempler. Das scheinen alles längere Beiträge zu sein. So, aber jetzt ist. Ah, nee, hier ist noch nicht Ende. Hier kommen noch ein paar kleinere Beiträge. Ja, weg. Das sieht auch aus, als könnte es weg. Ja, typisches Hintergrundgeräusch. Die sind irgendwie auch mal ein bisschen spitzer, nicht so rund. Auch der will weg. Das scheinen mir auch so Löschkandidaten zu sein. Typisch weg. Übrigens, ich lösche jetzt und bin hier in diesem Modus, also wo das hier nicht angeklickt ist. Ne? Wenn der leuchtet, dann schneidet man raus und dann verkürzt man die Zeit. Das muss halt auf jeden Fall aus sein. Das ist so eigentlich der Modus, in dem ich jetzt immer arbeite. Nochmal. Nochmal. Man kann auch hier so mit Control drücken und die zusammen selektieren, gemeinsam wegschmeißen. Das sieht auch überflüssig aus. Ja, nur mit leichtem Übersprechen. Gegen Ende bin ich dann doch. Das scheint ein Beitrag zu sein. Den vorderen Teil nehme ich raus. Rumpler. So, wo endet denn der ganze Spaß hier? Wir sind bei 2 Stunden. Wie weit geht das? Bis 2:20. Okay, dann sind wir gleich durch. Dann mache ich das nochmal fertig. Das ist Beitrag. Okay, auch nur gepuste, Geklacker. Bücherreihenfolge. Das sieht überflüssig aus. Sieht man schon, ne? So spitz hat das hier diese typische Stimmrundung. Das ist Sprache. Der ist bestimmt überflüssig. Hier am Anfang. Ich bin mir nicht sicher, ob ich was gelernt habe. Also, da weg. Okay, das ist hier nochmal ein größerer Block. Naja, hier habe ich dann so eine kleine Pause. Obwohl ich hier wahrscheinlich durchspreche. Mal gucken. So eine gewissen Genugtuung ist nicht das Richtige. Da ist hier so ein bisschen was verloren gegangen. Siehst du das hier? So, das ist wahrscheinlich durchaus noch Wissen relevant. genug. Naja, gut, relevant nicht, aber es halt kann man auch mit reinnehmen. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn es rausgefädet worden wäre. Das will weg. Drin lassen. Was ist das hier? Gelache. Lachen erkenne ich immer sehr schnell. Das ist Lachen. Zumindest mein Lachen. Ist auch ganz schön. So kann man wirklich auch in Podcasts Stellen finden, wo gelacht wird. Gerade wenn man irgendwie einen guten Titel sucht, den man irgendwie mal in der Sendung gesagt hat, immer die Stellen suchen, wo alle lachen. Dann 2 Minuten vorher findet man dann immer die richtige Stelle, wo das erwähnt wird. Atma. Man kann sogar noch das, ach, das habe ich jetzt ganz vergessen. Man kann sogar, verdammt, da weiß ich jetzt gerade selber gar nicht genau, wie war das nochmal? Man kann diese Darstellung des Tracks noch anders machen. Ach, das vergesse ich jedes Mal wieder, wie das geht. Gibt es sogar einen Shortcut dafür, dass man hier nicht den
Audioausschlag zeigt, sondern dass man quasi anzeigt, welche Frequenzen da drin sind. Finde ich das jetzt so schnell? Ich weiß, das ist ein ganz einfacher Follow-Modus. Ah ja, genau. Rectify Peaks. Nee, das ist dann, schaltet man quasi dieses oben unten, hat man sozusagen nur den oberen Teil angezeigt. Befürchte, ich finde das jetzt nicht. Egal. Machen wir erstmal so weiter. Hier ist noch was. Ja, das kann weg. So, haben wir jetzt langsam das Ende erreicht. Ja, okay, das war's, ne? So, und jetzt habe ich quasi meine Audiospur komplett denoised und kann die wieder komplett rausrendern. Das war's eigentlich so. Vielleicht freundest du dich mal mit diesem Feature ein bisschen an.